herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. So, ich bin jetzt hier schon beim Sepp angekommen. Wenn ihr wissen wollt, wie ich da hinkam, weshalb ich hier bin, dann schaut gerne die letzten Folgen. Ich werde jetzt heute für den Sepp ein bisschen Holz verkaufen fahren. Hat man ja letztes Mal schon ausgemacht. Oh, falscher Radiosender hier. Moment, jetzt ist der richtige. Ich werde jetzt für den ein bisschen Holz verkaufen. Und dann... Oh, irgendwie ist die Handbremse noch drin, glaube ich. Dann hoffe ich mal, dass ich den ein bisschen unterstützen kann. So. Ich benutze mal einfach, ich glaube, das ist der LKW vom LU. Aber... vom Bauhof, aber das wird schon passen. Sind wir ein bisschen flotter unterwegs. Oh, nein, scheiße, jetzt habe ich... Mist. Ich wollte den Tempomaten runterstellen. So. Letzte Folge gab es ein bisschen chaotisch den Ausraster, beziehungsweise den Unfall vom Hans-Peter. Der sitzt diese Folge auch im Gefängnis. Ja. Gerne könnt ihr mal bei den letzten Folgen gestern reinschauen oder vorgestern. Kommt täglich um 16 Uhr. Kommen Folgen. Und ich hoffe, es gefällt euch. Dann gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da lassen. Oh, ich muss unser Feld noch abernten. Sehe ich gerade. Das muss ich angehen. Das sollte ich schnell tun, bevor es hinüber ist. Aber jetzt fahre ich erstmal ein, zwei Ladungen hierher. Für einen Sepp. Alter, jetzt dachte ich gerade, das ganze Holz wäre runtergefallen. Hallo? 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 Irgendwie hat sich, glaube ich, mein Klingelton verstellt. Ja, ich habe ein neues Handy. Okay. Also, wir können uns gerne nochmal treffen und die Klingeltöne verstellen. Also, eigentlich wollte ich dir nur fragen, wo sie sind. Ich bin gerade... Moment, ich muss gerade was notieren. Der Händler hat mir hier Bargeld übergeben, schon wieder. 51.000 und 7.000 sind 58.700. Ich bin gerade beim Sägewerk. Okay, ich komme vorbei, weil ich muss mit ihm was besprechen. Ich werde aber gleich beim Landhandel sein. Okay, ich bin sowieso da gerade auf dem Weg, weil ich bin vom Bauhof runtergefahren. Okay, dann treffen wir uns beim Landhandel. Gut. Gut, bis gleich. Tschüss. Mein Auto hat gerade irgendwie ein Problem. Ciao. Ciao. Oh Gott, was will denn der Bürgermeister von mir? Da bin ich ja mal gespannt. Der war jetzt so lange auf Urlaub. Jetzt kommt er wieder und bringt bestimmt nur Chaos mit. Na ja, gucken wir mal. Moment. Da haben wir ja noch ein Bäumchen. Dann kann ich das hier nicht. Also. Geht nicht. Okay. Dann halt nicht. Dann bleibt es hier liegen, bis jemand mal Aufräumarbeiten startet. Oh Gott. Was will der Bürgermeister jetzt von mir? So, unsere Straße hatte Jürgen letztes Mal ja fertig gebaut. Das ist optimal. Ich stelle den jetzt mal hier ran. So. Oh.
Hallo, Herr Müller. Guten Tag. Hallo. Haben Sie den Bürgermeister gesehen? Ja, der ist gerade bei mir. Ist hier hinten. Ah, wenn Sie einfach mal da lang gehen wollen. Okay, bei den ganzen danke. Neumann, passt so? Ja, passt. Gut. Herr Neumann, wie viel macht dann eine Hallo. Wollen wir mal kurz... ja, wir gehen mal kurz auf die Seite, ja. Warten Sie. Warten Sie. Gut, ja, wir gehen vielleicht mal da unters Dach. Warum? Oder? Fällt uns gleich der Himmel auf den Kopf, oder? Soll ich einen Helm holen? Nee, jetzt kommen Sie zur Sache. Was los? Also... Wie war übrigens Ihr Urlaub? Sie sehen gut gebräunt aus. Ja. Ja, ich war in Slowenien und in Bayern. Na, dann ist ja schön. Es war sehr schön. Aber ich muss sagen, die Wadeln sind auch ein bisschen dicker geworden. Haben Sie hier... Sind Sie viel gewandert, oder was? Gewandert? Geschwommen? Ah, ja, man sieht's. Ein breites Kreuz haben Sie gekriegt. Naja, okay, also, was los? Kredit. So, genau, Kredit. Ja, da war was. Wie viel haben Sie nochmal bekommen vom... 300.000 war die Kreditsumme. 300.000. Das war das Land und die Fahrzeuge. Gut. Haben Sie schon Kreditzinsen bekommen? Nee, da Sie gesagt hatten, das wäre eine Subventionierung der Stadt. Ah, daher genau. Bin ich gar nicht sicher, ob ich überhaupt was zurückzahlen muss. Sie haben 300.000 von der Stadt bekommen. Das wäre jetzt mal gut, wenn der Stromberger da wäre. Nee, Subventionierung. Sie haben den Traktor subventioniert für den Landkauf. Den Landkauf haben Sie aber zum Beispiel. Der Landkauf ging über mich, genau. Also das ist natürlich mein Eigentum, das hat mit Ihnen nichts zu tun. Genau. Boah. Also was ich auf jeden Fall bezahlt habe, sind die ganzen Grundsteuern. Okay. Ja, dann lassen wir es so, dann machen wir mal. Ich weiß gar nicht mehr, was hat denn das Land gekostet? Ich muss mal gerade in meiner App nachschauen. Angesichts der 0% Zinsen kriegen Sie da jetzt 0% Zinsen drauf. 67,5 müsste ich Ihnen noch geben fürs Land. Ja, können Sie, wenn es passt, überweisen. Und dann... Warten Sie mal, ich notiere mir das gerade mal, sonst vergesse ich das. 67,5. Da zahle ich schon mal 20.000 an. Gut, dann... Also es waren 67.500. Genau. Und davon haben Sie 20.000, das wären dann nur noch... Dann überweise ich Ihnen gerade. 67.500 übrig. Vielen Dank, ich bedanke mich. Nochmal, da haben Sie, glaube ich, einen Denkfehler jetzt. Warum? Die Gesamtsumme war 67.500. Ja. Und 20.000 habe ich getilgt. Ja, es macht 47.500. Okay, jetzt habe ich es richtig verstanden. Passt. Warten Sie, 3 Sekunden. Genau, das steht noch nicht im Anzeiger, aber Sie, habe ich gehört, haben einen China-Import bestellt. Der kam auch schon geliefert, ja. Ja, da China nicht in der EU liegt, müssen Sie Zoll bezahlen. Und dabei China-Importe zur Bewirtschaftung, genau, zur Schützung der heimischen Wirtschaft, wie zum Beispiel jetzt Fliegel, da müssen Zölle bezahlt werden. Okay. Und da das Strafzölle sind... Warum Strafzölle? Zur Schützung der heimischen Wirtschaft, weil die Chinesen Preisdumping machen. Dann wäre es eher Schutzzoll. Strafschutzzoll. Okay. Was wollen Sie noch mehr aus der Tasche labern? 180% des Kaufpreises. Da muss ich aber nochmal nachrechnen. Wie viel? 180% beläuft sich dieser Zoll. Dieser Zoll habe ich nicht ich festgelegt, sondern unsere Bundeskanzlerin. 180%? Genau. Also das Doppelte und nochmal 80% des Kaufpreises. Sie wissen schon, wie viel ich wiege, oder? Ja. Ja, das wird schwer, wenn Sie mich auf den Arm nehmen wollen. Ich nehme Sie nicht auf den Arm, das wird heute auch noch in meinem Anzeiger veröffentlicht. Okay, dann treiben Sie diese Steuer bitte beim Hans-Peter ein, weil von dieser Steuer wusste ich nichts. Der hat mir nichts davon gesagt. Ja, gut. Dann mache ich das bei ihm. Und zur weiteren Sache,
die sind Förster. Ja. Und sie bekommen jetzt hiermit ihr offizielles Zertifikat. Oh, darauf habe ich eigentlich schon längst gewartet. Vielen Dank. Ja, es lag daran, dass ich im Urlaub bin und diese Zertifikate werden von der Bundesdruckerei gedruckt und bla bla bla. Ah ja, okay. Ja gut, das hänge ich mir dann zu Hause in die Wand. Können sie auch. Ja, vielleicht können... Und den anderen Kunden zeigen, ja, das, wie toll sie sind. Na, das wird sich herausstellen. Ja. Aber vielleicht können sie auch noch mal in den Stadtanzeiger reinschreiben, ob jemand noch Forstarbeiten zu tätigen hat. Hm? Im Moment sieht es nämlich mau aus. Ich bin zwar gerade für den Sepp Hans noch von dem Auftrag unterwegs, aber so generell schaut es eben schlecht aus. Ja, ich weiß ihn. Okay. Mhm. Gut. Haben Sie sonst noch was? Oder darf ich weiter? Sie dürfen weiter. Okay. Gut, dann bis später. Tschüss. Tschüss. Ja. Hallo? Ja. Hi, Volker. Ah, Jürgen, hallo. Hi, mein Zug ist da. Oder wann trifft er ungefähr ein? 5 Minuten. Okay. Gut, bis später. Tschüss. So, Gott, oh Gott. 180% Strafzoll. Ich glaube, der hat einen Vogel. 108. Wisst ihr, was das heißt? Moment, da muss ich mal gerade rechts ranfahren. 180%. Das würde bedeuten bei dem Forstmaschinen. Moment. Das wären 26.000 mal 1,8. Da müsste ich fast 50.000 nochmal für den Anhänger zahlen. Also der hat doch einen Knall, hat doch der. 180%. 46.800 wäre der Strafzoll. Ja, vielleicht macht der Hans-Peter mit mir auch halbe-halbe, aber mal gucken, ob der das vielleicht auch ganz übernimmt. Ein Handbuch aufmachen. Switch Autoloading to Right. Okay. Alter, das geht mir. Wisst ihr, die Wirtschaft hier, die geht zugrunde und dann holen sie das von den armen Forstwirten. Kann ja wohl nicht wahr sein. Hier noch hochkommen. Alter, der Sepp hat hier aber ordentlich Unordnung gemacht. Schon wieder los. Okay. Guck ich mal, dass ich ihm hier ein bisschen was wegschaffe. Ja, da wird sich das Sepp vor allem auch freuen, ey.
Sepp wird am Rad drehen, glaube ich. So, jetzt fahre ich gerade nochmal einmal runter zum Händler, zum Sägewerk und dann sieht sehr gut aus. Ach nee. Och nee. Das hat man ja schon. Ich guck mal. Der hat ja einen Bullenfänger vorne dran. Das könnte man hinkriegen. Ja, aber nicht gegen den Baum. Ne, kriegt man nicht hochgestellt. Okay, dann müssen wir da wohl den Jürgen beauftragen, dass der mal hier vorbeikommt. Ja, den kriegt man nicht hin. Schade. Gut, oder ich gehe mal kurz gucken, was der Sepp oben stehen hat. Vielleicht hat er ja irgendwas da, womit man das aufstellen können. Hallo? Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo, Herr Neumann. Ich hätte eine Rechnung. Eine Rechnung für was denn? Fürs Spritzen. Ah ja, für den Pflanzenschutz, richtig. Genau. Hat es noch funktioniert? Das hat noch funktioniert. Gerade okay. Noch. Das ist ja Wunderbärchen. Kann man jetzt auch abernten. Okay, das wäre super. Ja, was kriegen Sie denn? 800. 800. Schicke ich Ihnen sofort. Gut. Herr Neumann. Geld dann auf überweisen. Machen wir ein bisschen, komm. Ein bisschen Trinkgeld. Gut. Dankeschön. Haben Sie Kapazitäten, das abzuernten? Ich habe Kapazitäten, ja. Okay, dann würde ich das als nächstes in Auftrag geben. Gut. Werde ich mich gleich drum kümmern. Also wie gesagt, der Weizen geht ja dann auch an Sie. Ja. Genau. Okay, gut, dann bis später. Dann mal den Neumann anrufen. Tschüss. Ich weiß zwar nicht, weshalb die immer bei mir anrufen, aber ja. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao.